Nach 2 Jahren Pause rief Tinnum66 zum 40. Syltlauf und rund 1000 Teilnehmer meldeten sich an. Für den Startschuss sorgte der Schützenverein Westerland. Der Startpunkt des 40-Kilometer-Laufs in diesem Jahr war die Jugendherberge in List. Tinnum66 wurde von der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr, dem DRK und vielen anderen unterstützt, um diese Veranstaltung der Superlative möglich zu machen. Das Wetter spielte mit, denn aus dem anfänglich diesigen Wetter wurde ein schöner Frühlingstag mit Sonnenschein. Entlang der Westküste ging es über Kampen und Wenningstedt nach Westerland, wo an der Musikmuschel bereits die begeisterten Zuschauer und eine Verpflegungsstation auf das Teilnehmerfeld warteten. Von Westerland aus ging es dann in den Indelsüden. Kurz nach Rantum sorgte die Polizei für einen gefahrlosen Übergang auf die Wattseite. Für viele Läufer folgte der wohl schönste Streckenabschnitt auf der alten Inselbahntrasse. Der Zieleinlauf war ein einziger Applaus, zu Recht, denn die Strecke war mit dem leichten Gegenwind und der Erweiterung eine Herausforderung. Eine Herausforderung, die bei den Frauen Sandra Morchner mit einer Zeit von 2 Stunden 19:45 gewann. 2 Stunden 14:20 brauchte Christian Exner, Gewinner der Herren. Und bei der Staffel war es die Itzehoer Versicherung, die mit einer Zeit von 2 Stunden 15:06 siegte. Die Busse der SVG standen nach Ende der Veranstaltung bereit, um die Läufer wieder nach Westerland zu bringen. Nun heißt es, verschnaufen bis zum nächsten Jahr.